So Leute, da sind wir beim nächsten Opening. Diesmal ein Commander-Deck, ein sehr aktuelles Commander-Deck. Und zwar Silver Quill Statement. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ich liebe Silver Quill. Ich mag Strixhaven. Und ja, meine Gilde ist Silver Quill. Ihr könnt mir immer schreiben, welchen Commander ihr euch besorgt habt, wenn ihr euch einen besorgt habt. Das erste, wie immer, danke Wizards. Danke Wizards für diese großartige Verpackung, die weniger Plastik hat, die besser ist für die Umwelt. Ich finde das super. Ja, wir haben Silver Quill als schwarz-weißes Commander-Deck, was anscheinend ein bisschen politisch ist. Ich habe mir sehr wenig davon angeschaut und deswegen würde ich sagen, gucken wir direkt rein. So, wir haben hier auf jeden Fall schon mal den Front Commander. Der Front Commander, den gucken wir uns später nochmal an, wenn wir ihn als Karte haben. Ich finde das mit dem Aufdruck, das ist richtig schön. Das ist richtig schön. Wir haben hier unten haben wir so ein Papier, ich bin sogar zu doof, die aufzumachen. So langsam wird es kritisch mit den alternativen Öffnungsmethoden. Und dasselbe hatten wir ja bei den Challenger-Decks. Bei den Challenger-Decks war hier noch ein cooler Spruch drunter verborgen. Hier ist nur die Farbe drunter verborgen. Bisschen schade. Und wie macht man das jetzt auf? Wie funktioniert das? Hier ist jetzt so eine Lasche. Und wenn ich jetzt an der Lasche ziehe, ziehe ich das Deck raus. Okay, okay. Ich bin noch ein bisschen überfordert. Das Deck war teurer als gedacht. Leider Gottes. Und hier sind... Okay, what? Hier sind eingestanzte Sachen drin. Hier sind Commander-Marken drin. Okay, anscheinend. What? Hier sind schwarze. You may use this punch-out as counter or as victory convenient. Was? Or as victory confetti, okay. Und hier haben wir, was haben wir hier? Was? Warum? Wizards, warum? Was ist das? Ich meine, ich finde es cool, dass da Stanzdinger drin sind, aber was soll ich damit? Egal. Egal. Und dann haben wir unser Deck mit einer echt coolen Deckbox. Auch hier aus Pappe. Ähnlich aufgebaut wie die Pre-Release-Kits. Und ich muss sagen, finde ich gut. Finde ich gut. Die werden wahrscheinlich hier drin mit Plastik umschlagen sein. Jawohl. Aber ansonsten super wenig Plastik im Vergleich. Und es gefällt mir sehr, sehr gut. Was haben wir hier? Wir haben hier... Oh mein Gott, what? Wait, what? Das ist... Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Das ist Plastik. What? Sehr cooles Edged Foiling. Mit Breena the Demagogi. Das ist auch unser Front Commander. Das ist ein 1-3er fliegender Vogel, Bird Warlock. Immer wenn ein Spieler angreift und es ein Gegner und dieser Spieler einen Gegner angreift und dieser Gegner mehr Leben als jeder andere Gegner hat, dann darf der angreifende Spieler eine Karte ziehen und ihr legt 2+1+1 Marken auf eine Kreatur, die ihr kontrolliert. Hammer. Also dieses Plastik. Fühlt sich richtig hochwertig an. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte halt, der wäre in Edged Foil als normale Karte da drin. Aber irgendwie ist dieses Plastikding hier Edged Foiling. What? Strange. Learn to play Commander ist hier auch. Oha, okay, sie haben wieder zugelernt. Hier wird anscheinend ein bisschen Silver Quill gemacht. Niels, Vayne, Felissa, da werden ein paar von den legendären Kreaturen gemacht. Sehr, sehr cool. Das Silver Quill Statement. Und hier so ein paar allgemeine Commander-Regeln. So, dann haben wir einen mega geilen Life-Counter. Haben wir mit dem Silver Quill-Symbol drauf. Ich habe einen neuen Liebling. Nice. Oh, ich mag die Silver Quill. Dann, was ich nicht so cool finde, zweimal Plastik, einmal hier Tokens. Die gucken wir uns auch direkt mal an. Und dann hoffe ich ja, dass dieser Front-Commander auch als normale Karte da drin ist, weil ich will den ja auch als normale Karte in dem Deck spielen können. Weil ich habe den jetzt einmal hier vorne drauf gedruckt. Den hätte man übrigens auch mal ausstanzen lassen können, by the way. Das wäre auch cool gewesen. Ich habe den jetzt in diesem komischen Plastikding. Und ja, mal gucken. Wir haben hier auf der Seite Horror, Spirit, Treasure. Richtig schöne Treasure-Token, oh mein Gott. Und Inklings. Inklings sind die coolsten Säue der Welt. 2 Einser und ein paar Zombies. Und dann haben wir Deckbox weg, das weg. Den Commander lasse ich mal hier in der Gegend liegen. Dann gucken wir uns mal das Ding an. Da ist er. Jawohl. Er ist als normale Vollkarte drin. Das ist nicht schlecht. Das bedeutet aber auch, Leute, die alle 5 Commander haben wollen, müssen
alle fünf hiervon in Hartplastik haben. Ich mag das. Also auf jeden Fall besser als diese Full Art Gedöns, diese großen Commander-Karten. Auch die hatten ihre Fans, ja, ich weiß. Ah, diese scheiß Strips. Auch die hatten ihre Fans, aber ich bin keiner davon. Und deswegen bin ich doch relativ zufrieden. Ich kriege das Ding nicht auf. Mit Gewalt geht alles auf. Merkt euch das, kleine Kinder. Dankeschön. Weg damit. Genau, hier haben wir Breena und noch einen zweiten Commander. Okay, wir haben hier genau den Breena als normale. Ich dachte, der wäre Edged Foil. Das wäre so schön gewesen, aber leider ist nur der hier in so einem Edged Foiling Plastik Gedöns. Und wir haben Felissa. Felissa haben wir gerade eben auf dem Ding auch schon gesehen. Ist eine 4-Mana-3-2 legendäre Kreatur, Vampir Wizard. Fliegend Mentor, also immer wenn sie angreift, kriegt sie eine +1/+1 Marke auf eine mitangreifende Kreatur, die schwächer ist als sie. Und immer wenn eine Non-Token-Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, wenn es einen Counter drauf hatte, kreieren wir x getappte von diesen Inklings, von denen hier, 2/1 fliegende. Wobei x die Anzahl ist an Marken da drauf. Sehr, sehr starkes Teil. Auch die ein sehr starker Commander. Hier haben wir eine Erklärung für den Commander. Wir haben natürlich keine Codes oder so für Arena. Und dann haben wir, ich gehe wie immer so ein bisschen die Karten schneller durch, die Rares gehe ich genauer durch und die Uncommons und Commons nur so überflogen. Combat Calligrapher, 4-Mana-3/3 fliegend, kann nicht angreifen, also Inklings können euch nicht angreifen oder Planeswalker, die ihr kontrolliert. Und immer wenn ein Spieler angreift und es einen Gegner angreift, dann kriegt er einen getappten Inkling-Token. Der auch noch mit angreift. Sehr, sehr cool, um zu sagen, hey, greift mich nicht an, dafür kriegt ihr Inklings, gönnt euch. Guardian Archon, 6-Mana-5/5 fliegend, wenn der ins Spiel kommt, sucht man sich geheim den Gegner aus. Ich liebe diese Karten, die geheim einen Gegner aussuchen. Und dann revealt man den Player, wenn man möchte. Und ihr und Permanenten, die ihr kontrolliert, kriegen Schutz vor diesem Spieler bis zum Ende des Zuges. Können wir nur einmal aktivieren. Niels Discipline Enforcer, 3-Mana-2/2. Zu Beginn des Endsteps kriegt jeder Spieler eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur. Okay, das ist stark. Und jede Kreatur mit einer oder mehr +1/+1 Marken kann euch oder Planeswalker nicht angreifen, es sei denn, der Beherrscher zahlt X Mana, wobei X die Anzahl an Countern auf dieser Kreatur ist. Das ist nicht schlecht. Promise of Loyalty, 5-Mana-Sorcery. Jeder Spieler legt einen Wahl-Counter auf eine Kreatur und opfert den Rest. Die Kreaturen können euch nicht angreifen, nur können Planeswalker, die ihr kontrolliert, nicht angreifen, solange sie diesen Wahl-Counter drauf haben. Das ist ein cooler Massenremoval. Sehr cooler Massenremoval. Scholarship Sponsor, 4-Mana-3/3. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, sucht jeder Gegner, der weniger Länder als ein Spieler, der die meisten Länder kontrolliert hat, sucht sein Deck nach einem Standardland. Gleiche Anzahl der unterschiedlichen Standardländer und legt sie getappt ins Spiel. Hammer-Teil, macht halt alles am Feld gleich und das ist so ein bisschen Group Hug. Autor of Shadows, 5-Mana-3/3. Wenn der ins Spielfeld kommt, exilieren wir alle Karten aus dem Gegenfriedhof. Oh, Friedhofshassen Commander, das ist nicht so geil. Wir suchen eine Nichtlandkarte, die auf diese Weise exiliert wurde, aus und wir können sie casten, solange sie im Exil ist und können Mana beliebiger Farbe dafür benutzen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Bold Plagiarist, 4-Mana-2/2 Flash. Immer wenn ein Gegner ein oder mehr Counter auf eine Kreatur legt, legt ihr dieselben Anzahl an Marken und denselben Typen auf Marken auf den hier. Mit Flash? Das kann was Cooles sein. Hier alleine das Coole, hier der komische Quantin-Typ oder wie die heißen und hier die coole Silverquill, die den halt nachmacht und besser macht. Geil. Geil. Cunning Rhetoric, 3-Mana-Enchantment. Immer wenn ein Gegner euch oder ein oder mehr Planeswalker, die ihr kontrolliert, angreift, exilieren wir die oberste Karte von diesem Bibliothek, von diesem Spieler. Wir können, solange die Karte exiled ist, die Karte casten und Mana beliebiger Farbe spenden. Richtig cool. Fane the Brocker. Das sieht aus wie Loki. Und er hat einen Inkling auf der Schulter. Oh mein Gott, ich liebe ihn. 3-Mana-3/3. Tappen wir Opfer einer Kreatur, legen 2+1/+1 Mark auf eine Kreatur. Tappen wir removen Counter von einer Kreatur und kriegen einen Treasure Token. Tappen wir Opfer ein Artefakt und kriegen einen Inkling. 4-Mana enttappt den. Okay, nice. Das bedeutet, wir können hiermit die ganze Zeit durchcyclen, was wir damit haben wollen und für 4-Mana immer wieder enttappen. Das ist eine coole Karte. Incarnation Technique. 5-Mana Sorcery mit Demonstrate. Wenn wir den Zauber spielen, können wir ihn kopieren, wenn wir wollen. Aber der Gegner bekommt die Kopie auch. Wir millen 5 Karten und bringen dann eine Kreatur aus unserem Friedhof ins Spiel zurück.
nicht so mächtig. Keen Duelist, 2 Mana 2/2. Zu Beginn des Versorgungssegments ist es so, dass ihr und ein Spieler eurer Wahl die oberste Karte eures Decks und ihres Decks aufdeckt. Ihr verliert alle Lebenspunkte, also ihr beide verliert Lebenspunkte in Höhe der Mana-Value, also der umgewandelten Mana-Kosten der Karte, und nehmen die dann in die Hand. Ist eine Art von Dark Confidant. Im Commander sehr cool. Stinging Studies, das erinnert mich an Harry Potter mal wieder. Surprise! Strixhaven erinnert an Harry Potter. 5 Mana Instant, ihr zieht X Karten, verliert X Leben, wobei X die Mana-Value sind von einem Commander, den ihr am Feld und in der Commander-Zone habt. Okay, das heißt, mit ihm ziehen wir aktuell 3 Karten und verlieren 3 Leben. Da gibt's Geileres. Ink Shield, 5 Mana, wir verhindern allen Schaden, der dem zugefügt wird. Für jeden Schaden, den wir verhindern, kriegen wir einen Inkling. What? Das ist mächtig. Tempting Contract, 4 Mana Artefakt, zu Beginn des Versorgungssegments darf jeder Gegner einen Treasure Token machen. Für jeden Gegner, der einen Treasure Token macht, dürft ihr auch einen machen. Das ist fies. Angel of Serenity. 7 Mana, 5/6 fliegend. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, können wir 3 Karten, also 3 Kreaturen, vom Feld oder aus Friedhöfen exilen. Und wenn er das Spiel verlässt, kriegen wir die Kreaturen zum Besitzers Hand zurück. Damit könnt ihr entweder beim Gegner was aus dem Weg schalten oder bei euch zum Beispiel aus dem Friedhof recurren. Das ist ganz cool. Boreas Charger, 3 Mana 2/2 fliegend. Wenn der das Spiel verlässt, sucht ihr euch einen Gegner aus und ihr bekommt eine Anzahl an Ebenen gleich der Anzahl der Differenz, also wenn ihr weniger Länder habt. Und eine davon kommt ins Spiel und den Rest legt ihr in eure Hand, then shuffle. Also ihr macht dann schön den Dance natürlich. So, Citadel Siege. Oh mein Gott, ich habe ich lange nicht mehr gesehen. 4 Mana Enchantment. Wenn sie ins Spiel kommt, wählen wir Khans oder Drachen. Bei Khans können wir zu Beginn des Combats 2+1/+1 Marken auf eine Kreatur legen. Bei Drachen ist es so, dass zu Beginn des Combat Steps wir eine Kreatur vom Gegner wegtappen können. Duelist Heritage, geile Karte. 3 Mana Enchantment. Immer wenn ein oder mehr Kreaturen angreift, könnt ihr den Doppelschlag geben, wenn ihr wollt. Damit könnt ihr halt hingehen und sagen so, ey, greifst du den an, ich gebe dir auch Doppelschlag. Sehr politisch, sehr cool. Oh, ein Planeswalker. Hier ist ein Planeswalker in einem Commander-Deck. Das habe ich nicht mitgerechnet. Champion of Justice. 4 Mana 4/4 plus 1, ihr legt einen Loyalty-Counter auf den für jede Kreatur, die ein Gegner kontrolliert. Also ein Gegner, nicht alle Gegner. Für 0 wird er zu einem XXer, wo X die Anzahl an Loyalty-Counters drauf ist. Und er ist immer noch ein Planeswalker und Schaden wird verhindert. Und für 15 exilen wir alle anderen Permanenten. Uff. Hunted Lamazu. Geil. 4 Mana 5/5 fliegen. Wenn er ins Spielfeld kommt, kreieren wir einen schwarzen 4/4 Horror bei einem Gegner. Haben wir einen 4/4 Horror dabei? Ja, haben wir. Geil. Geil. Das bedeutet aber auch, wir haben hier nicht den Hunted Horror drin, den ich tatsächlich cooler finde. Knight of the White Orchard. 2 Mana 2/2 Erstschlag. Wenn er ins Spielfeld kommt, suchen wir uns einen Gegner aus, der mehr Länder kontrolliert als wir, und dann dürfen wir eine Ebene von unserem Deck ins Spielfeld bringen. Then Shuffle. Auch hier, sie haben die Karten bearbeitet. Ja. Dann 3 Mana Oblation. 3 Mana Instant. Der Besitzer einer Non-Land Permanent Karte shuffelt sie in sein Deck und zieht dann 2 Karten. Self-Squire ist hier drin. Nice. 4 Mana 1/1 Flash. Wenn er ins Spielfeld kommt, verhindern wir allen Kampfschaden, der in dem Zug zugefügt wurde, und legen da so viele +1/+1 Marken auf den. Stalking Leonin. Hier sind so viele Karten aus dem Commander. 17 ist es, glaube ich, drin. Hammer. Stalking Leonin ist ein 3 Mana 3/3er. Wenn er ins Spielfeld kommt, suchen wir uns geheim einen Gegner aus. Und wir können den Gegner wählen, also vorzeigen, und exilen dann eine angreifende Kreatur, die dieser Spieler kontrolliert. Sunscourt Regen, 5 Mana, 4/3 fliegend. Immer wenn ein Gegner einen Zauber cast, kriegen wir hier eine +1/+1 Marke drauf und ein Leben. Auch nicht schlecht. Wie viele Rares hier auch drin sind, okay. Ich habe am Anfang ein bisschen gehatet, weil die teurer sind, aber es sind echt eine Menge Rares auch drin. Together Forever. 2 Mana Enchantment, wenn er ins Spielfeld kommt, Support 2. Und für 1 Mana können wir eine Kreatur mit einer Marke drauflegen. Und wenn diese Kreatur stirbt, nehmen wir sie auf die Hand. Tragic Arrogance. 5 Mana Sorcery. Jeder Spieler sucht sich unter seinem Permanenten, die er kontrolliert, ein Artefakt, eine Kreatur, einen Enchantment und einen Planeswalker aus. Und danach opfert er alle Nichtland-Permanenten, die er kontrolliert. Also eine Art von Cataclysm in Net. Windborn News. 4 Mana, 2/3 fliegen. Kreaturen können euch nicht angreifen. Es sei denn, der Beherrscher zahlt 2 Mana. Wichtig, Planeswalker von euch können angegriffen werden. Celtopol Primal Dawn, was machst du denn hier drin? 8 Mana, 4/8, Fliegen, Doppelschlag, Wachsamkeit, Trampel, Unzerstörbar, Elder Dinosaur. Okay. Deathbringer Regent, 5 Mana, 7 Mana, 5/6, Fliegend. Ist ein Drache, okay. Und wenn er ins Spielfeld kommt und von der Hand gecastet wurde und 5
oder mehr andere Kreaturen auf dem Feld sind, zerstört alle anderen Kreaturen. Den kenne ich gar nicht. Infernal Offering. 5 Mana Sorcery, wir suchen uns einen Gegner aus. Ihr und dieser Spieler opfert eine Kreatur und jeder Spieler, der eine Kreatur geopfert hat, zieht dafür 2 Karten. Dann suchen wir uns einen Gegner aus und wir bringen eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof zurück ins Spiel. Also von dem eigenen Friedhof dann. Ah, Hammer. Necropotless-Regentin. 6 Mana, 6-5 fliegend. Immer wenn eine Kreatur Kampfschaden zufügt, legen wir so viele +1/+1 Marken auf diese Kreatur. Damit werden die Inklings richtig stark. Echt viel mit +1/+1 Marken. Deathbringer Leech. 5 Mana, 3-4. Andere weiße Kreaturen kriegen +1/+1. Andere schwarze Kreaturen kriegen +1/+1. Wenn wir einen weißen Zauber casten, können wir eine Kreatur tappen. Wenn wir einen schwarzen Zauber casten, können wir eine getappte Kreatur zerstören. Wenn wir dann eine schwarz-weiße Kreatur spielen, können wir die tappen und eben zerstören. Deptos Null. Grabgeläute des Schuldners heißt es, glaube ich. 7 Mana Enchantment, zumindest Versorgungsdemenz, können wir eine Kreaturenkarte aus einem Friedhof unter unserer Kontrolle ins Spiel bringen. Magister of Worth. 6 Mana, 4-4 fliegend. Will of the Council. Wenn der ins Spielfeld kommt, sucht sich, also mit uns, voten wir für Grace oder Condemption. Wenn Grace die meisten oder wenn Grace die meisten Votes bekommt, darf jeder Spieler eine Kreatur aus seinem Friedhof ins Spiel bringen. Wenn Condemption mehr hat oder die Votes gleich sind, dann zerstören wir alle Kreaturen außer Magistus of Worth. Auch hier ein cooler Massenrubel. Taser, oh Gott. 7 Mana, 4-4, Wachsamkeit, Schutz vor Kreaturen. Und immer wenn eine Kreatur euch Kampfschaden zufügt, wird die Kreatur zerstört und ihr kriegt einen schwarz-weißen Token mit fliegend. Utter End. Jetzt wird's alt. Schwarz-Weiß. Also wir sind bei einem Drittel des Decks und es sind immer noch Rares. Krass. 4 Mana Instant Exile Target Non-Land Permanent. Coveted Jewel. 6 Mana. Wenn es ins Spiel kommt, ziehen wir 3 Karten. Wir können tappen für 3 Mana. Und immer wenn ein oder mehr Kreaturen von einem Gegner euch angreifen und nicht geblockt werden, dann darf dieser Spieler 3 Karten ziehen und kriegt die Kontrolle darüber und darf das Ding enttappen. Damit gibt ihr halt so ein Teil, was dann die Leute sich gegenseitig drum prügeln. Sowas ähnlich wie Monarch. Mir fehlt noch Monarch hier drin. Pendant of Prosperity. 3 Mana. Wenn er ins Spiel kommt, suchen wir uns einen Gegner aus. 2 Mana tappen. Wir ziehen eine Karte. Dann dürfen wir ein Land von unserer Hand ins Spielfeld bringen. Dann darf Prosperity's Owner eine Karte ziehen und ein Land von seiner Hand ins Spiel bringen. Wir suchen uns keinen Gegner aus, sondern wir geben das einem Gegner. Ah, okay, sehr cool. Victory Chimps. 3 Mana Artefakt, enttappt während jedes Enttapp-Segments und wir können damit einem Spieler ein farbloses geben. Nett. Caves of Coilus. Mana-Basis, Leute. Getappt für ein farbloses oder tappen für ein schwarzes und ein weißes. Wir kriegen dann Damage. Exotic Ocean, damit habe ich nämlich gerechnet. Tappen und wir kriegen dann Mana, was ein Gegnerland produzieren könnte. Was mir jetzt noch fehlt, ist der Typ, der dem Gegner eine 1-1er gibt. Mikokoro, Center of the Sea. Tappen für ein farbloses oder 2 Mana tappen. Jeder Spieler zieht eine Karte. Temple of Silence kommt getappt ins Spiel. Scry 1. Auch hier schwarz-weiß. Länder, also die Länderbasis ist ziemlich gut. Aber damit sind wir leider durch. Also mir fehlt tatsächlich der Forbidden Oshard. Tatsächlich. Schade. Ja, Secret Rendezvous passt in dieses Deck ganz gut. Fracture ist einfach ein Staple. Ghostly Prison, auch hier mit dem wunderschönen Artwork. Richtig cool. Orzhov, Advokatist. Ich weiß nicht, warum eine Orzhov-Karte in einem Silverquill-Deck ist. Wizards. Orzhov. Soulsnare ist eine sehr coole Karte. Die Faust sind ganz cool. Arcane Signet gehört da natürlich rein. Das Blade ist auch nicht schlecht. Orzhov Signet und ein Soul Ring, sehr cool. Und nochmal so eine Ding. Puyuka Borg, Command Tower, Landscape, Passage. Ja, das war das mit diesem Commander-Deck. Ganz kurzes Shoutout für die Leute, die das Commander-Deck ein bisschen sich gekauft haben und vielleicht pimpen wollen. Die lieben Freunde von mir von Elder Demon Highlander haben hierzu ein Upgrade gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viel es waren. Ich glaube 25€ oder so. Und ihr habt das Deck geupgradet und ein bisschen stärker gemacht. Und mit 25€, auch das ist voll in dem Budget drin. Ich finde es halt super strange mit dieser Karte. Ich mag das Commander-Deck. Ich finde diese Karte hier etwas... Ja, die ist halt auch sau dick. Also wenn ich meine normale Magic-Karte daneben halte. Das ist strange. Da hätte ich lieber einfach gehabt, dass sie den hier einfach in Edged voll machen. Statt mir hier so eine Plastikkarte zu geben. Ich habe es auch nirgendwo drauf gelesen, dass da so eine Plastikkarte dabei ist, ehrlich gesagt. Gucken wir uns hier nochmal rein. Steht einfach nicht dabei. Strange. Gut, ich würde sagen, das war's mit diesem Commander-Deck.
Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.